Einen wunderschönen guten Abend zur nächsten Champ Select heute. NNO gegen Eintracht Frankfurt, obwohl es natürlich eigentlich nur eine Eintracht gibt. Sehr gut. Ja, Abo, Kommentar, Glocke, Liebe, Prime, alles her damit und jetzt viel Spaß. Voll gut. Not bad, not bad, I'll take it. War nice. Danke, danke. Prime Part. Beim Eintracht Part, war sehr gut gesprochen. Auch frei vorgetragen. Gwen, ne? Lilia. Oder Lilia Second, Lilia Second, I guess. Lilia, Lilia. Vielleicht habt ihr am Draft noch was umgestellt, oder was? Nee. Nee, okay. Das ist der Draft. Das ist alles normal. Das ist, was wir gekriegt haben. Ich hab kurz Panik bekommen. Ich hab jetzt kurz Panik bekommen, ja. Was habt ihr getan in 5 Minuten? Ich das ist Shimano, Ben. Hey Leute, lass einfach das machen, was alle anderen auch machen. Ja, okay, was bennen wir jetzt wir auf der 3? Wir stehen auch 1-2. Gwen. Wir bleiben bei dem Gwen, Ben. Okay. Ja. Ja. Wir sind happy damit zu traden oder zu bekommen. Meine Schere beißt nicht. Sagst du das wirklich? Ich stelle das jedes Mal. Gott. No. Warum? Meine Schere beißt nicht. Nein. Riot Games. Jetzt, sie sind komplett überfordert. Bali, habe ich so gefühlt Bali, jedes Mal. Bali, ja. So. Bali, Bali. Xio's Hirn einfach explodiert. Ja, Xio ist gerade Mental Boom gegangen. Wir haben die komplett gebrochen. Die sind echt. Oh. Was machen die? Okay, Wukong. Ja, wir gehen Wukong, wir geben okay. Wir haben genau die Draft, die ja, wir genau, vorbereitet haben. Jetzt geben wir den Vigo oder Lee Sin, je nachdem, was sie wollen. Ich dachte, wenn beide offen sind, das nehmen wir von der Lucian Nami kommen wir was weg. Wir ja. Nee, wir wollen auf jeden Fall Wukong haben. Okay. Was eine Ansage. Jetzt sind wir aus dem Buch raus. Das ist ein Flex. Das ist ein Needle Flex. Aber ist das jetzt nicht ein Azure-Enkel, oder? Nö, finde ich jetzt nicht so gut. Ich finde, Nautilus können wir schon mal gehen. Und dann würde ich noch irgendwas anderes picken, was vielleicht irgendwas Securing auf Top, Ohren von mir aus, oder? Ja, können wir machen. Oder pick erstmal Nautilus, und dann können wir irgendwie unbedingt heute was anderes als Ohren. Mhm. Ich meine, wenn wir keine Yumi-Lane spielen, können wir ruhig die Ohren gehen, oder? Ja. Ich bin auch happy mit Nah. So ist nicht. Genau. Oh, haben wir viel Engage, damit richtig reingefahren. Also haben wir sonst keine Prio? Nee, ich will noch kein ADC picken, ich sehe kaum was. Na oder on? Ich bin für nah zu haben, for sure. Jimmy? Na? Ja, sure. Und die werden ziemlich sicher jetzt einfach Ezreal Karma spielen, ne? Ja, das ist okay. Naragada! Was sagt er zum Glück auf allen Kreis? Also die haben Cryos, aber ich finde Nautilus später so gut gegen Karma und Ezreal, ist einfach nice. I like it. Brauche ich Band? Lass mich kurz nachgucken, was er so alles spielt, alles Hübsches. Ja, ich würde ein Ohrenband tatsächlich fühlen, ne? Also Ohren ist actually... Du für das Ohrenband. Ja, das ist die Ezreal Karma Lane. Warte, was spielt ein Sven? Mein Ohren ist schon stark für die jetzt gerade, oder? Ich würde Azir banden. Ich würde Midlaner rausnehmen, die gut gegen Wukong sind. Mhm. Wir auch mal. Aber Azir, und was spielt er noch? Die brauchen halt unbedingt noch Engage, ne? Die haben auch so sehr dringend Engage gesprochen. Die brauchen kein Engage. Die haben einen sehr guten Kite-Back-Comp gerade. Ja, die sind übel gut im Kiten. Also die hat man, finde ich, schon gut. Mhm. Ja, ich eigentlich auch. Gepickt? Wie ihr wollt, ihr kleinen Häschen. War das der zweite Bann? Lass uns den zweiten Bann schon mal überlegen. Vielleicht Victor oder so? Victor ist auch gut gegen unser Lineup, oder? Ja. Ich würde jetzt nicht sagen besonders gut, aber ist okay. Aber wir haben ja First Pick. Der hat auch Victor gespielt. Nein, die haben wir nicht. Die haben First Pick. Der hat auch Victor gespielt. Diesen roten Redset, diesen Redset. Ja, okay, dann. Willst du Victor bannen? Actually wäre so ein Seraph nicht voll geil für uns, wenn wir so Seraph gegen Victor hätten oder so? Können wir spielen, ja, das Matchup. Also da brauchen wir das nicht bannen, oder? Das wäre nicht schnell. On? Aber das können wir halt nicht wissen. Die werden einfach Toplane picken. Wir werden Mitte blinden. Ja, dann picken wir aber Victor, das ist ja fein. Ist Atrox ein Problem? Nein. Das war genau das Matchup, was wir hatten. Du lässt doch On bannen, oder nicht? Ja, bitte. Das ist doch super strong für die. Ja, dann bin ich auch nicht. Die gibt den Kite-Pick und die Möglichkeit reinzugehen. Trotzdem. Ja, Freddy, ein Mann auf meiner Seite. Natürlich. Spaziergang, Boys. Die Apothekengeschichte werde ich nie wieder vergessen. Ich habe übrigens einen Seraphine-Engel hier, aber also fände ich mega cool, aber wenn ihr nicht wollt, dann kriege ich einen AD-Champ. Das ist, glaube ich, zu API. Wir brauchen ein bisschen DPS, ne? Oh mein Gott. Silas ist offen. Was das denn? Wir haben ja DPS mit Gnar, wo kommt. Wait a second, Sylas ist offen. Ja, du jetzt, oder? Also ein Midlane-Matchup gut ist, aber wir wissen es halt nicht. Syl. Es ist also nicht komplett free, oder? Ich finde, das ist
muss Freddy wissen. Ist, wir können hier Sylas spielen, ja. Wie ist er denn in dem Patch, ja? Ist das der genervte oder der ungenervte Sylas? 12-10 ist das. Ist das ist der ungenervte Sylas. Pick erstmal AD hier, bitte. Der gut. Dann Victor oder Sylas. Victor oder Sylas. Baros, das ist gut. Aber jetzt mal, ist Sylas nicht fucking free immer? Wenn du mal. Ja, also Sylas ist sehr stark hier, aber das ist, glaube ich, der nicht gebuffte, oder? Ist das nicht egal? Am Ende von mir aus, ja. I mean, ich finde es nicht komplett free, aber wenn du das sagst. Also in der Solo-Key wird normalerweise immer gedodged, ne? Sagen wir so. Also dann bei hau den Sylas rein, komm. Nein, Freddy, Rainer. Confidence is key. Confidence ja, is very key. Wir können auch swappen und ich gehe Mitte, wenn das Matchup terrible ist, by the way. Tatsächlich ist die Lane, glaube ich, nicht so easy. Der wird einfach Victor nehmen, glaube ich, und mich halt versuchen, ich fand die Lane immer zu bullen die ganze Zeit. Oder pick Cassiopeia. Na, das Cassio ist so bad, ja, you know? Ist sie? Gegen Wukong Sylas? Geil, Leute, wir haben Action Banger-Team. Ich mache unsere Teamfight-Drafts, for sure. Weil wir brauchen Freddy stark im Game, damit wir AP haben für den Malphite. Das ist for sure. Ich glaube, wir haben genug AP. Genug AP? Ohne Sylas? Von wem? Es ist Karma-Mittel. Das ist doch komplett free für dich jetzt. Oh shit, Karma-Mittel. Oh no. Nein, im Early nicht, aber ja. Meine Alpha. Also das ist mit das Beste, was ich hoffen konnte, ehrlich gesagt. Du spielst Ignite, Freddy, oder? Was? Nein. Du brauchst Ignite gegen Karma auch nicht. Ich werde nicht die Karma-Wunde gewonnen. Also, okay. Hatte ich zumindest nicht vor. Möchtest du Top-Lane gehen? Nein. Okay. Warte, ich frag mal dazu. Also, ich habe das Matchup tatsächlich schon 3-4 Mal gespielt als Karma und es ist super free, wenn der Sylas kein Ignite hat. Ja, ja, das ist im Early sehr, sehr schwer als Sylas, aber du überlebst das halt einfach. Ja. Ich kann auch Ignite nehmen, aber dann kann ich nicht Sidelane nachher, ne? Sie hat auch kein TP, ziemlich sicher, oder? Ja, sie wird ziemlich sicher TP haben. Ich spiel's lieber defensiv. Mein Sylas ist nicht so gut. Ich werde später die Ult joinken und dann sind wir fein. Reingejoinkt? I will joink the Ult. Wir haben ziemlich starkes Level 1 mit Karma as well. Wollen wir was Besonderes tun? Nö. Nö. Gegen Karma. Ja, wenn es Blues hat, Karma ist recht leicht. Ja. Wir können hier unten pullen, ne? Wir können sonst. Du kannst auch uns reinpassen. Oh, du hast keinen Cleanse. Für den lieben gerne noch. Der ist nur Leona. Der Rest kann ich nicht cleansen. Okay. Also wir können. Du kannst Bot in reinpassen oder. Gehen wir für den Bot hier? Beides geht. Ja, oder? Ja, sollten wir. Okay. Dann. Ja, denkt aber an den. Schieb ich am Anfang hier hin und geh dann rüber, ja? Actually, der Bot brauchen wir gar nicht. Brauchen wir den Bot unten nicht. Okay, dann geh ich hier hin. Dann geh du da rein. Ja, ja, ja. Kannst du pullen, sag ich hin? Ja, aber ist nicht gut. Also wenn du es brauchst unbedingt, dann ja. Ich glaube, das ist schon sehr geil. Okay, okay. Oh, später Resolve? Geht da bitte Nasty oder? Ja. I guess? Okay. Bin ich sicher. Hätte ich auch gehen können. Du hast auch Safe Attack Speed dabei, nicht mal einmal Tenacity. Nee, ja, so. Okay. Meint ihr, ich kann jetzt CDR Boots gehen oder muss ich Mercs gehen? Ich glaub, Mercs schon. Hast du Double Tenacity? Ich hab nur Single Tenacity. Ich hätte vielleicht an Flinching auch noch spielen sollen, ne? Ja, probably. CDR Boots sind so broken auf Sylas. Wenn du Tenacity hast, dann glaube ich go for it, oder? Aber ich hab kein Unflinching, ich hab nur Tenacity. Minions has spawned. Wenn der Jungs guter Powerspike sind, kauf Ion jetzt. Wie viele Eier hast du heute, Kani? Wollen wir jetzt contesten oder nicht den Push? Ja, dafür habe ich jetzt. Ich hab schon Q geskillt, wenn ich W skillen würde. Aber wir können trotzdem. Nein, oder? Das ist fein, wir können trotzdem contesten. Also, Leute, ich passe in euch rein, wäre schon schön in den Price. Also, gehe ich jetzt für den Ward hier? Ja, oder? Nö, brauchst du nicht. Okay. Wird die Blätten werden nicht. Es wird hier cute, also die Blätten werden nicht. Nein, nicht zu werden. Okay. Ich glaube, die Pullen. Nee. Hast du Unzufrieden mit mir oder was? Nee, ich schau bloß, wo der anfängt. Okay, okay. Klang so. Nur 2 Autodecks, 3 Autodecks, 4, 5, 6. War guter Pull. Die geben uns den Push, ne? Ja. Das ist halt oben angefangen so. Ist aber auch anstrengend für den zu spielen. Malphite hat, glaube ich, auch gedicht, ja. Okay, also die könnten in der Theorie Bots halt invaden. Aber wenn sie Prio aufgeben? Ja, die haben halt Karma, ne? Also die könnten genau, schon die haben halt invaden. Karma, genau, das ist, was ich meine. Alle. Ich werde gleich wahrscheinlich für mich selbst warten und ich meine, ich bin Wukong, ich bin nicht so. Dann Brücke, lass mal die Wave jetzt pushen und dann warten wir seinen Bluebuff. Nee, ihr solltet hier warten. Okay, ja gut, das kriegen wir auch hin. Leona ist jetzt in Fog. Hat die gerade ihren Blue Buff gewordet? Wo war die?
Wait, kann ich hier Midlane ganken? Kannst du? Ja. Maybe. Ich werde nicht da, ich werde nicht tryen. Ja, nee, da nicht. Okay. Das ist zu riskant, glaube ich. Oh, dann pusht jetzt in uns rein. Okay, Jungle ist relativ secured. Hammer kann die moved Richtung Bot Seite. Ja, die hat gewartet. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei CS an EP gemisst. Ich werde nicht Level 3 hitten mit dir. Jetzt schon zu glücklich. Das ist der Power Spike. Hier sehen wir Go Botlane. Ich habe seine Gromp nicht gemacht. Können wir nach meinem Camp Botlane fighten oder Gromp invaden? Die gehen jetzt für den Tri-Brush Ball. Ich muss jetzt erstmal die dicke Wave annehmen. Genau, danach meine ich. Also jetzt gleich. Tri ist halt Wallet, ne? Ja, von mir aus, ja. Nee, actually gefällt mir das nicht. Der ist schon dran. Also ich gehe oben. Ist besser für mich. So. Für mich läuft das Game gut. Funny. Bitte spielt sehr, sehr aggressiv. Leona ist im Fock. Leona ist im Fock. Leona ist im Fock. Ich versuche den Counter zu pushen und wir könnten Golems invaden. Es wäre nicht gut für mich, aber... Ich kann resetten, okay. Und jetzt warum auch hochkommen, no? Weil wenn ich ihn hier gefreeze kriege, kriege ich die P instantly, er hat kein Mana. Doch, ich kann. Ich komme auch. Du kannst nicht gehen. Ich kann nicht in die Gegner rein. Also, wenn ihr viel dafür bekommt, ist cool, aber... Wir brauchen dich nicht. Aber die Wave ist doch even, no? Wir brauchen dich halt wirklich nicht. Oder? Ja, aber meine Wave kommt zuerst an, deswegen... Wenn wir das zuwicht tun, okay, ist das schon echt sehr gut. Leona ist da auch oben. Genau, das habe ich befürchtet. Okay, warum ist sie früher da? Wusste ich nicht. Weil die Push hatten. Ja, und ja. Ich bin aber auch gleich da, wenn die auf Freddy noch gehen. Ich würde trotzdem das Golem-Play machen. Die hat gerade kein Mantra. Aber ja, ich muss jetzt trotzdem runter, weil die Leona auch runtergeht. Ich bin aber gleich mega. Aber ich kann auf jeden Fall contesten hier. Nein, ist okay, ich habe kein Flash. Leona ist hier. Wussten wir das mit der Leona? Ja. Wir also, mussten halt die Pyro haben, ja. Aber dass sie schon da ist? Nee, das wussten wir natürlich nicht. Das ist sehr random, ne? Ich weiß nicht, die dödeln hier rum. Pass mal auf, Brücke, die kann hinter dir kommen. Ich weiß, wir wissen nicht, wo Vego ist. Er ist an den Golems und muss Base, er ist nicht Mitte. Ziemlich hundertprozentig. Wenn du willst, können wir Mitte ganken, aber das ist schon auch. Ja, die geht ah, hier best, ist ein Pink Ward. Nani? Ja. Sie ist halt vor mir. So, ich. Bin jetzt da. Ding ist halt die P, aber ist nicht mehr so gut für mich, honestly. Mein Wave ist nicht frozen. Wenn da blöß. Irgendwie mit kriegen Bot Prior inzwischen? Ja, ne? Wollen wir nach dem Zorn die Golems invaden? Die Grom, nicht die Grom. Mitte TP, mitte noch TP. Können, denke ich, invaden, ja. Wir basen hier. Der TP ist auch, oder? Ja, ich TP auch. Ich hab CDR-Boots. Okay, wir haben jetzt Prior. Ich kann jetzt den River move. Lass mal Grom warden. Hab ich leider nicht. Ich meine, ich leider, ich hab auch kein Trinket ab. Aber ich hab hier das Ding hier. Beide Midlaner sind auf CDR-Boots, Spike. Aber sonst, wir wollen das schon, wenn nichts passiert, können wir auch machen, ja. Oder wir ganken Botlane. Wir nehmen die Grom zusammen. Okay. Ja. Ich zeige mir jetzt hier auf dem Board, ja? Also. Vego ist okay, hier. Wir nehmen die Grom, I guess, nicht zusammen, weil wir müssen Botlane. Hm. Ja, ist nicht gut. Mitte hat jetzt wieder Push. Ich nehme die Golems. Kann ich hier durchlaufen? Level 6 jetzt. Okay, ich glaube, mit deinem Level 6 sollten wir jetzt zeitnah Toplane diven, oder? Können wir mit Hardpush diven, okay. Die Leona ist jetzt schon wieder auf der Map. Zumindest die Mindfight-Ulti besorgen. Und dann mal gucken. Die haben mich bei wo ich die, hier gesehen. Die Leona kann Midlane schon jetzt sein, ne? Oder sonst irgendwo. Ach, sag mal, der hieß in Vego. Die Best. Habt ihr gehört? Die Leona kann gerade überall sein. Hammer war Topseite, Vego war Botseite unter mir. Leona auch, glaube ich. Passt unten noch auf gerade. Die Mitte hardpusht jetzt einfach die ganze Zeit. Leona war an unserem Red Buff. Die machen wahrscheinlich Dragon. Ich würde hier das hier nehmen und dann Topside. Mal gucken, was wir kriegen. Kann ich damit hochbrücke oder brauchst du mich? Nee, du brauchst mich nicht, sonst diven sie dich. Ich brauch dich nicht. Nein, die können mich nicht diven, glaube ich. Was meintest also, du, Argonin? Du brauchst mich oder nicht? Ich brauch dich nicht. Okay, dann bleib ich unten. Okay. Actually, können wir nicht einfach so rein? Ich bin euch mega nah. Ich habe der in der Mitte pusht einfach die ganze Zeit. Leona wird da sein, ne? Wenn die 100 da ist, können wir wahrscheinlich nicht fighten, oder? Ja. Mit unserer Zeit gegen also Karma. Die haben mich jetzt hier auf dem Ort gesehen. Ja, aber wir wissen gar nicht, wo der Jungler ist. Ich meine, Leona wird halt oben sein, ne? So, ich bin around hier. Der Jungler muss Base und Topside basen. Also nach der Base Topside gehen. Okay, Leona ist unten. Ziemlich sicher. Ich bin jetzt mega nah, aber ich bin nicht mehr lange mega nah. Kann ich mir über 6-6 schlägen? Die Crux geht. Ich muss halt auch. Eigentlich spielen, sie hat sich ein Reset gerade genommen. Ja, die werden jetzt aber auch fallen, okay, Leona ist in Level über mir. Musst aufpassen, die hat sich gerade ein Reset genommen. Ich glaube, die sind viel stärker, als wir gerade waren. Wann hittest du mir mega, ne?
Also, ich schätze 6 an einem Ende. Naja, wenn ich mega nappe, können wir fighten. Ich bin auf anderthalb Waves mega. Wir schaffen's. Leonas unten. Der Fokus Karma wahrscheinlich oder Wege? Du ruhig am Fight. Ich glaube, wir gewinnen einfach straight. Mit da reingepusht kann jetzt Roman. Botside ist die einzige Seite, die offen ist, Connor. Good shit, guys. Nice. Vorsicht, Karma wird aber kommen. Karma wird kommen. Karma wird kommen. Hook in 3. Karma wird kommen, du bist wahrscheinlich raus, ne? Oh mein Gott, nice. Ich bin 2 Creeper. Da. Alles okay, Leute. King Harold ist schon worth. Diego's Mitte. Richtung Botside unterwegs. Schon bitte, glaube ich, den du bist so ein Smurf. Alter, ihr seid ja so am Aufpoppen da unten. Wait, was? Wow, Diego kommt auch noch, Diego kommt auch noch. Diego Mitte, oder? Oh mein Gott. Freddy, was ist mit Topman Diamond dann stattdessen? Ich kann? Ja, ich hab den ganzen Herald hier. Du bist so eine Legende, Brücki. Was war das denn? Das war geil, ne? Das war komplett insane. Das war Diamond 2 Gameplay vom Feinsten. Holy shit. Ist Diamond 2 abgestiegen? Ja, warum nicht? Nein. Du, keine Wave, Leute. So eine kranke Maschine. Okay, hat die Kamera hat aber nicht geflasht, ne? Ja. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Jetzt. Push einfach. Actually, ich pushe, du kannst da hinten bleiben, ne? Ey, Leona kann oben sein. Leona kann oben sein, ne? Yep. Die ist ja actually oben. Weißt du, wer sie schon bottlen? Ich Level 8 von der. Okay, Harold, Turret. Ist ein ganzer Turret. Vigo ist unten, actually. Ich komme auch runter. Pass auf, Brücki. Mhm. Aber ich hab dein Wort schon gestellt, wenn ich mich schlau bin. Ich muss weg, ne? Ja, ja, also der kann ich hab halt in zwei Minions habe ich Ult. Karma kommt auch runter. Ich clear die Wave, dann komme ich runter mit Malphite Ult, ja? Mhm. Achso, ich muss einfach kurz drin chillen. Ich nehme halt, also das Ding ist, ich fall behind ein XP, aber also. Wir kriegen zwei Türme hier. Aber ich bin dann Monish ready. Yep. Sobald Freddy kommt, stelle ich ein Wort hier rein und wir fighten eventuell. Oh. Komm, moving. Vorsicht, ja. nicht dass du irgendwas Face-Checks gar nicht. Das ist die Wave. Freddy. Ja, ja, die Leona könnte, die könnten hier sein. Wir müssen jetzt zum Tower. Kriegst du später. Ich hab jetzt Vigo Stopline, der gerade in die Wand geht. Ich geh wieder mit dir. Könnte von Base auch sein. Geh wieder mit dir. Ja, ist fein. Oh, Vorsicht oben. Leona könnte Midlane ganken. Leona kann Midlane ganken. Ja, look mal, look. Was? My fuck you. Wie kommt er daher geflogen? Können wir meine Ult kurz einsetzen für Karma Flash, wenn einer vorbei kommt? Komm, ich kann Mitte straight auf. Bin nur Karma Flash. Ich kann auch durch Mitte durchlaufen. Nicht mehr. Wir sollten danach wahrscheinlich rausgehen. Will Leona, okay, Level Support. Kraft euch mit. Captron wäre auch ein Invade. Possibility. Was ist Flash? Die Ult ist gleich weg. Ich bin hier auf einem Ward. Okay. Wir sind round, aber es ist ein bisschen deep. Ja, ich glaube, wir gehen einfach. Ah, wohl. Was wir machen? Einfach Ulten verfanden. Da ist auch ein dessen. Ey, ich sag mich jetzt, ich geh top nicht. Yep, jedes Mal, wenn wir einen Timer mit der Ult haben, ist es also. Ich geh wieder nach unten. Können die nicht contesten, ist schon gut. Die ist jetzt einfach ausgelaufen, ne? Ich hab keine Ahnung mehr. Vigos, Botside Mitte. Ihr müsst unten kurz aufpassen, bis ich full clear, ne? Bitte, also nicht sterben. Okay. Ja, du bist auch ein fetter Shutdown, das wäre ungut. Die werden auch, glaube ich, dafür spielen, weil du keine Summoners hast. Resetting, Tab TP. Mittler hat auch TP, beide TP. Facke, wie sieht deine Situation da oben aus? Kriegst du den Turret alleine? I mean, ich bin jetzt ein halbes Level behind am Farm, aber ich kann ihn langfristig alleine kriegen. Nicht soon. Was machen wir mit dem Dragon in 50? Das contesten wir. Okay, dann muss ich nochmal basen, ich habe nämlich keine Wards mehr. Ja, contesten wir, ja. Huak, ich hätte es früher basen müssen. Sie könnten auch sollten demnächst anfangen, Varus Mitte zu setzen und Sylas gegen Malphite, mich in die andere Side. Was machen wir wegen Drake? Contesten. Ich meine, ihr habt genug Engage, ne? Ich peele einfach immer für Leona. Ich komme runter. Ich bin gleich da. TP. Actually, hab ich die Kamera nicht. Spielen wir das? Ja, gleich schon. Ich bin gleich da. Leona kann Flash. Ja, mein Klon leider gewonshottet. Das ist nicht mehr gut. Geht mich das? Nee. Aber wir müssen den Ring abgehen. Hat der Ezzy geultet? Ja, hat er bestimmt. Ja, hat er am Anfang. Okay. Ich glaub, die Fights gar nicht mal so easy, wie ich dachte, ne? Ja, ich war halt noch nicht da. Da war ein bisschen awkward, Brücke hat auch noch seinen Mythic nicht. Okay. Ich meine, eigentlich. Nee, ihr könnt Botlane pushen. Aber dürfen wir? Ja. Okay. Bin schon. Wir haben Leona Ult, Viego Ult, habe ich gesehen. Und Ezreal Ult war auch raus. Und Ezreal Ult wahrscheinlich, ja. Glück hier? Die kommen, die für den Fight. Das hier fighten, was hier fighten. Ja, ich bin auch. Beifall kannst du auch Turm tippen. Denk dann, das Karma kann auch. Kannst du? Das ist alles, was ich kann. Karma kommt jetzt. Wir müssen raus. Ich gewiss. Pink defended. Braucht 300 Gold, 200 Gold. Ich bin nicht Merker geworden. Ah, er hat den Turm bekommen, guys. Nice. Good shit. Braucht 200 Gold. Wahrscheinlich auf den Töte-Pen. Okay, dann warten wir drauf. Wenn ich mein Mystic hab, kann ich überall hin und über jeden fighten.
Ich glaube, wie gesagt, ihr solltet jetzt dann in Mitte gehen. Ich gehe. Denke ich auch. Mhm. Und Tolkien wahrscheinlich Bot, ne? Ich gehe doch. Yep, yep. Ich habe End Mistake, ich gehe Base. Ich habe vielleicht Flash wieder ab und Ult. Kann man einfach. Hier sieht mich hochspielen. Er hat keine Ult, der Malphite, aber wirst du nicht wirklich fighten können, I think. Hat der Flash? Aber Flash, ja. Das Problem ist, dass wir tatsächlich einfach behind in XP sind, Top und Jungle, ne? Yep, ich bin sehr behind in XP. Vielleicht war es mit dem Turret gar nicht worth. Ich habe ein halbes Level XP da verloren. Ja, wie ist denn jetzt habe ich noch viel mehr verloren. Was war mein Gegner? Die kommen jetzt wieder alle ab, also von Botlane. Ja, haben wir irgendwelche anderen Sams gehabt? Ich habe ist alles ab. Außer Leona ist alles ab, ja. Ja, Leona ist jetzt auch wieder ab. Wollte gerade sagen, kommt jetzt alles wieder. Das waren unsere Flashes. Leona ist unten. Wir sollten den dritten Dragger wahrscheinlich schon verhalten probieren. Ja, safe. Also eben warten zum Effekt um sehr vor weiter pushen. Für mich ist ein Mörksengel. Oh, schade. Na, ich glaube, wenn die jetzt hier sofort ein Play machen würden, hätte sie gerade nicht Mantra gewastet. Oben ist kein Malphite zu sehen gerade. Eben, und den brauchen wir, sonst machen wir nicht weiter Mitte. Noch keine Camps. Wissen wir, wo der Dings ist? Könnte ein Botside bei mir sein, by the way. Also, Topside ist niemand oder Topside Jungle ist auch leer. Die können willst alle nur Botside sein. Haben, lieber? Ich bin mega nah, ich kann fighten. Alles, ich glaube, die sind alle top, ja. Die sind oben. Ich hab die P, ich kann leicht die P'en. Ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, ist nicht gut, ist nicht gut. Das war gerade frisch unleashed, ich war ready. Kann man diven, sind leider nicht drin. Nee. Wir waren zu dritt top. Wir haben Viego Ult und ich glaube Leona Ult haben sie auch benutzt, ja. Botlane diven, maybe? Könnt ihr rotieren? Ja. Ich muss Mitte halten, die Wave ist sonst zu awkward. Die hätten sonst Mitte. Der hat Flash, der Ezreal. Viego Mitte mit Leona. Respected. Gehen für Herald wahrscheinlich. Wir kriegen wahrscheinlich den Turm, oder? Mitte. Ich kann damit rein, theoretisch. Nee, 18 Sekunden. Das wäre ziemlich wichtig, dass er das nicht sieht, wo lang du läufst. Aber ich würde actually den Herald einfach für die Botcamps und Turret traden. Mhm. Das können wir machen jetzt. Mein Second Turret. Von mir aus? Bei den Turm kriegen wir. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, hier unten war noch ein Pink drin, oder? Oder hast du das geklärt? Also noch eine Midwave nehmen. Ich habe nichts geklärt. Ja, ich kann mir dann sollte das dann noch sein, außer jetzt Replays. Ja, wir haben keinen zweiten Körper schaffen. Ich kann ja auch wieder, ich gehe wieder zurück. Ah, ist der falsche Laufweg. Ja. Dürfen wir, glaube ich, nicht nehmen. Nehmen wir. Aber der Ezreal ist jetzt mit, also Karma ist wahrscheinlich Zeit. Ich werde resetten. Ich gehe auch Base. So, dritter Drake spawnt gleich. Solange wir Malphite Ultra ready haben auf Sidas, können wir fighten for sure. Yep. Aber die haben Moonstone, die sind auch sehr strong, actually. Bei dem wer geht denn Anti-Heal von uns? Brauchen wir safe dieses Game? Ich kann das nicht. Ich möchte keinen guten Träger für Anti-Heal. Ich kann Anti-Heal gehen. Ich kann einfach. Mir ist okay. Ich kann einfach das Diego Mitte? Wissen wir, wo der ist? Ne, wir wissen nicht, wo der ist. Wenn du die Rulane die könnten dann jetzt wieder Toppenplay machen, ne? Ja, haben die genug Schaden für dich zu zweit? Ja, klar. Ich muss jetzt gleich nochmal basen für Dragon. Karma ist aber nicht da. Leona ist hier reingemoved gerade. Malphite hier? Geist, der Viego hat Kartenstair. Ich glaube, wir sollten den einfach mal verlooten, to be honest. Ich geh jetzt base. Watchcrap ist auch ab. Ich glaube, da ist niemand gerade. Ne, Viego ist. Wir haben null Informationen über Viego, ne? Mhm. Wahrscheinlich auch. Da, sehen Viego jetzt. Die werden Herald mitbeschwören wollen und dann zu Drake moven. Ja. Ich versuche mega nach vorzubereiten, halbwegs. Ich glaube, wir sollten dafür ready sein, zu viert oder fünft. Wenn es geht. Ich weiß nicht, ob ich Malphite-Ulti habe bis zum Drake. Ich muss hier basen, ich habe 1-4. Soll ich Hyrudus holen? Über. Ja, schon gut. Ja. Die hat schon einen Moonstone. Hyrudus ist gut. Ja. Die campen hier drinnen zurzeit. Viego sehen wir auch, die sind alle rund Mitte. Jetzt wird der Herald gleich kommen. Okay. Ich komme auch Mitte. Bin ready for, das ist nicht bad. Ready for everything. Flash, Ult. Hey, Freddy, kannst du kommen? Du bist am wichtigsten hier. Ist nicht der Malphite wichtiger als ich? Also, wenn du Malphite Ulti hast, bist du wichtiger als ja, glaube ich. Wo weg? Ne, ich TP. Die sind hier drin. TP hier hin. Der Malphite ist schon weg, ne? Wir müssen Malphite sehen für Ult. In dem Fight am besten. Super. Ezreal Ult ist raus. Hat keine Mantra. Wollen wir rein? Ja. Not as Morton, not as Fast. Fertig, Malphite. Die sind auf Brücke, Du brauchst den Ult, ne? Oh, dann ist der sehr bad. Können wir turn? Ja, turn. Ich kann noch nicht Malphite Ult. Wir können nicht fighten. Auch unser Varus ist tot. Varus ist tot, wir können da niemals rein. Okay. Dann ist der Dragon gone. Der ist DP'd, by the way, 100%ig. Ja, die haben irgendwo einen Deep Ward hinter uns gehabt.
Willst du Botlane pushen? Wie machen wir das? Wir can try, aber ich bin nicht stärker als irgendwer von denen. Die sind auch in Mitte. Lass mal gleich groupen und auch fighten, bitte. Weil. Ich weiß nicht. Hybrid Mitte? Sonst nicht. Meine eigentlich. Okay. Hedgehick scalen wir auch gut, oder? Besser als die? Ja, wir sollten. Nee, aber nee, das ist die Soul Point, das ist halt ein Problem, ne? Also, wir müssen halt nur gute Position haben. Wir haben gerade Bulky Loki einfach alle allein gelassen. Ja. Leona den angeflasht. Das ist hier unten vielleicht, jetzt gerade mit dem Play. Wo ist denn der nächste Drake? Ist wichtig dann. Wir sehen niemanden gerade auf der Map. Ich hätte das einfach mal. Melfa ist oben. Guck ich schon, ob du Chevy. Vigo ist auch oben. Vigo ist oben, ja shit, dass er vielleicht diven kann. Der macht gerade die Crux da. Leona Mitte. Die können Mitte auch. Die engagen Mitte, ja. In der Nähe? Was ich, Melfight kommt auch, ne? Mein Gott, ich bin in Feld angeflasht. So langsam? Mein Gott, scheiße. Ich hab die P, aber ich würde nicht mehr fighten wollen. Wird spielen? Ich glaub, wenn du Melfight Ulti kriegst, ist not bad, oder? Kriegt ihr den Tod? Ich tippe hinter die, Vigo, Vigo. Ja, ich bin gleich da, kann man auch. Ich muss raus, Das ist probably wert. Ja, es ist extrem wert. Nash? Er wird mich auch noch töten. Actually, noch eine Minute. Ach, scheiße, Action rübergejumpt. Vigo ist full damage, by the way, ne? Also der ist ein Free Kill. Ich hätte Vigo ulten können. Actually, jetzt bald Death Dance, vielleicht ist dann nicht mehr so easy. Die sind sehr, sehr tanky gerade, die Gegner, für uns. Wir haben nicht so viel Schaden. Wenn nee, wir haben nur nicht. Nein, glaube ich nicht. Nee, ich hab schon Damage so, aber ich muss halt irgendjemanden haben, der reingeht, bevor die auf mich committen. Ja, aber wir können dich nicht vom Malphite killen, ist unmöglich. Also, das ist legit unmöglich. Wer soll dich vom Malphite retten? Ich glaub, wir sollten immer zuerst rein, ich hab das Dekor. Yes. Okay. Groupen und zuerst rein, denn wir haben auch so viel Engage. Das stimmt, ja. Weiß? Dann komme ich in Mitte. Ich hab jetzt eh kein TP mehr, also ist nicht wert. Ich hab grad keinen Ult, also ich gefahren. Ich glaube, so kommen wir halt besser ahead, als wenn wir jetzt einfach nur die immer irgendwelche Plays machen lassen. Das ist einfach so schwer für mich zu deffen. Was haben wir denn gerade benutzt? Ezreal ist gerade Flash, oder? Ezreal und Malphite habe ich gesehen. Leona ist oben. Wollen wir versuchen, Topside zu fighten? Du kannst Leona auch schnappen. Ich push Mitte raus. Malphite hat kein TP, right? Ich kann mal hier für den Fight schauen, ja. Hier ist ein Ward. Wir haben halt überall Vision. Was soll denn reinlaufen? Malphite wird auch nehmen, ne? Ja, aber die werden jetzt eh kommen, also müssen nicht Desperation machen. Die disrespecten einfach. Ich gehe mal noch mit Menschen, das ist das Beste für uns. Mal gucken, was wir wegen Drake gleich machen, aber. Ich will einfach Dragon vorbereiten jetzt, by the way, schon. Oh, das ist ein Lego vielleicht? Sollen wir für den gehen? Ja, kein TP. Ich bin ja theoretisch. Bin ich da, Leute, ich bin nicht da. Vigo. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich hier überlebe. Wenn du stirbst, können sie gleich Nash machen. Kann ich mehr machen als Softpushen hier? Also ich, ja, ich hab TP, wir sollten schon den Nash irgendwie aufhalten, wenn möglich. Bitte einfach Top Turret erstmal. Die werden niemals Nash machen, wenn die Soul haben. Ich weiß nicht, was wir gegen den Vigo machen können. Ist mit der Karma echt ziemlich unkillbar irgendwie. Ich glaube, wenn Brück hier live ist, ist es schon killbar, though. Ich glaube, dann haben wir den Schaden. Exhaust. Ich glaube immer noch, dass wir groupen können und gewinnen, ne? Ja, wir müssen jetzt sowieso groupen, ja. Da spielt die Musik. So, wenn wir den abgeben, wird es sehr, sehr schwer. Hast du Flash für die Malphite? Nee. Aber Malphite hat auch keinen Flash, to the good news. Also wenn wir engagen, dann müssen wir Vigo hitten mit Malphite Ult, sonst können wir nicht gewinnen, I think. Den Fight. Aber soll ich wirklich den Vigo ulten? Ja. Wir kriegen ihn nie tot. Doch. Ja, aber wenn... Also, du ultest ihn, wenn Brück hitten kann. Nur dann haben wir genug Schaden. Und irgendein Camp noch? Ich kann ja auch... Die gehen Mitte wieder. Engage Mitte. Glaub ich nicht so gut. Das ist Soul. Weil das Mitte Turret bekommen, wenn es geht, aber die werden wahrscheinlich Nash covern. Ja, ich gehe Top-Land farmen.
Ja, durch die Soul werden wir erstmal nicht durchkommen, glaube ich. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen halt chillen, bis wir Voidsam und Ben. Und dann können wir vielleicht für den Links spielen. Für den Catch mit der Malphite Ult oder so. Aber ich brauche wahrscheinlich Void, sonst haben wir hier überhaupt keinen Schaden in dem Game. Wenn wir dann nicht Instant Nash machen, können wir schon happy sein, I guess. Mhm. Versuchen sie zweiten Malphite zu töten? Können wir, ja. Der wird sehr lang dauern. Ich glaube, der hat auch Ulti gerade noch. Oh mein Gott. Die haben hier cooles eine Game. Cheese. Weil die werden Nashen. Wenn ich kein Ult der Malphite für den Nash, wenn sie ihn machen. Ich hab TP. Das ist nice, das ist nice. Kein Ult. Was machst du mit den Guys? Komm mir Mega und komm dann. Haben wir Blutschkett? Nee, na shit. Bleibt auch kein Wort. Ihr müsstet hinten lang gehen. Kann mir jemand Vision geben? Bin jetzt mega nah. Wir werden probieren zu turnen, also ihr müsst schon aufpassen. Malphite ist hinter uns, ne? Ja, das, also den Fight gewinnen wir nicht. Ja, wenn die einfach nur gestoppt ist, dann super. Ja, das ist fein. Ich bin raus, ich kann Bot-TP in den Turm nehmen. Mhm. Actually, ich von denen. Ist gut. Ja, wenn Tokio ist nicht bad. Können wir vielleicht was schauen, weil die werden jetzt Bot drin rotieren. Wollte Ezio jetzt zum Bad Buff gehen? Ich würde gerne probieren, den zu killen. Ja, ich werde hier über Vision laufen. Hier ist ein Ping. Und wir versuchen zu nashen. Viego ist Bot, wenn Ezio Base ist hier. Ja, wir sollten nashen. Actually. Ja, ist haben wir ein Ping Bot noch? Gut, nicht mehr gut. Wir haben Baus, wir haben Baus. Das ist Trine. Ich glaube, das ist ein sehr guter Versuch. Wir haben noch ein Base. Wir ziehen den einfach durch, oder? Die ist auch durch, ne? 50-50 wir auch. Ja. Viego ist eh nicht da, Viego ist eh nicht da. Einfach drauf. Ja. Der ist Mitte. Lass mich denken. Ah, wieso denke ich nicht? Das ist ein Meta-Macher drauf. Ja, ach, finish. Und weg. Action nicht beide. Lass mich ihn, ja. Ja, stirbt. Also, ich sterb. Nice, ich könnte gleich ein paar Waves klären. Das ist sehr, sehr gut für uns. Let's go. Wir brauchen Elder, ne? Ja. Damit wir Action Damage haben, Vorsicht hier. Vielleicht auf den Malphite durch. Es ist nur Leona Flash gerade. Der Malphite hat jetzt wieder Ult. Ich hab noch keine Arme abhängen. Nimm ruhig. Ich will, dass wir Malphite töten, wenn er durchläuft. Wird er wahrscheinlich nicht machen, aber. Man can dream. Ist nicht schlimm. Okay, okay. Die tollen doch, wenn die Top-Seite. Wir gehen Top-Seite gerade, ja. Wir können Mitte durchpushen. Hier? Wenn die Kamera nicht da ist. Die können uns hier sogar. Ezreal hat Flash, by the way. Der ist bestimmt nicht allein, wenn er das macht, ne? Aber ich würde ganz gerne 2-Lane spielen. Also ne? Zumindest ist die Karma nicht da, also ich glaube, das passt schon. Okay, dann komm ich. Ja, Mitte. Ist okay, I think. Wir sind zwar einen Turm behalten, aber wir haben Nash. Yep. Wir können ja auf alles engagieren, wenn die jetzt. Ich bin noch nicht gehen. Da, ne? Nur so. Ja, Malphite kommt da. Ich will auf die hier. Leona? Look. Leona einfach. Da kommt ein TP. Vorsicht, da kommt ein TP. Viego wird hinter uns sein. Wir müssen hier wahrscheinlich gehen, gegen Viego spielen. Lass uns zurück zu Midwave. Hm? Buff die Wave. Bleib zusammen. Wollt ihr noch? Wir sollten fighten. Ist halt, wir haben jemanden Malphite. Lass Malphite. Ja, lass Malphite. Oh, Kammer. Er ist immer noch ein Deo. Go, Deep. Malphite. Danach Viego. Ich tank Tower. Ich hab noch CC. Ich hab Sonnes, er kann mich nicht resetten. Ich musste jetzt aus dem Turm raus. Ich hab Stun in 2. Tower. Er ist hier drüben. Das Turret machen, ja. Na raus. Geh raus. Schönes Ding. Good shit, guys. Cool. Really nice fight. Schön auf Flashbrücke, ja. Ich hab den gesehen, ne? Ich bin ja, Elder im Team, ne? 2 Minuten Elder. Brücke braucht Stopwatch für den Fight, sonst kann er nicht fighten gegen mein Fight. Das ist true. Ey, haben wir das GA von Viego und Flash nochmal gekriegt, ne? Ja, Flash und GA, richtig. 5 Minuten beides. Ich hab fast Void jetzt. 170. Wenn wir jetzt Mitte Bot pushen, kriegen wir full on Bot Side Vision. Für kann Mitte kommen, ich kann durch Mitte durchlaufen. Okay. Ist nicht besser. Das ist unser Play. Malphite ebenfalls. Mit dem restlichen Nash einfach nur Vision kriegen für Bot Side. Wir haben nur eine halbe Minute auf Nash. Ja. Freddy muss noch resetten, wir sind ziemlich spät, honestly. Malphite hat auch kein TP, pretty sure. Void und ich hab TP. Soll ich Top gehen? Nee, Mid Bot. Kannst Bot den TP, wenn du willst. Ja, in 8. Full Vision gehen? Ich wollte noch nächste Wave mitnehmen, aber wir können nicht deep runter, Kani. Okay. Ich glaube nicht, dass wir deep gehen können. Solange die Brücke am Leben lass halten, noch buffen. Der kann Viertel, ja, können wir mit, diese eine 15, Mitte 15, noch 15 Sekunden auf Nash. Ich werde mich nicht zeigen, ne? Natürlich ein Geld und lieber lang.
Eine Minute. Ja. Wir gehen rein, vor. Oder? Namen sind gemisst. Front to back, by the way, nicht zu deep. Ja, front to back ist sehr gut. Hast du die für Nash, die, für Elder, die Ult? Ja, ja. Dann läuft die bis dann aus. Ich hab das jetzt nicht verkackt. Ich hab noch keine W, sonst könnt ihr jetzt einfach abwarten. Wollen wir nicht vorne rein hier? Ich kann ja gucken. Ja. Die gucken auch. Ich bin jetzt mega nah, Leute. Na, dann Abfahrt, oder? Ich rein, ja. Also, wir brauchen Brücke, wir brauchen Brücke, wir brauchen Brücke. Ich bin da. Wenn er ultet. Leona, gut, sind wir zurück. Die ist Armor Reduce. 4 Sekunden auf Funk. Nice. Okay. Dragon, oder? Nee, gut, Top Wave. Wir können auf Double Vector. Ich geh Reset und TP, ne? Ja, die, wir können auf Double Vector. Nächste Wave. Du musst nicht TPen zu Drake. Probably. Nächste Wave, dann Full Vision. Ruhig bleiben, Jungs, ruhig. Nicht zu viel reden. Durcheinander, meine ich. 10 Sekunden. Links Vision, rechts Vision. Bego hat keinen Flash. Ich hab nur noch einen Ping. Wir können das rushen. Rush it. Ich werde einfach Bego CC'en, wenn er kommt. Ja, Freddy, du kannst ihn auch ulten. Wir gehen ab. Wie lange hast du noch ult, Freddy? Noch die Hälfte ungefähr. Es ist abgegeben. Ja, ein Drittel mehr. Aber es reicht auf jeden Fall für den. Jetzt resetten wir für Nash, okay? Wir machen das selber am Nash. Oh. Ich hab nicht dran gedacht, ne? Ja, ist fein. Haben wir. Hui! Ich hab den Weltfeld-Ulti weggemacht. Ich krieg dann gleich die nächste Weltfeld-Ulti. Wie smart wäre es, wenn wir gewartet hätten mit dem Elder? Wieso? Damit wir beides gleichzeitig haben. Wenn wir mit dem einen das andere kriegen, ist auch schon gut, ne? Ja, I guess so. Ich glaube, wir sind ein Feinspot jetzt. Solange der Viego keinen Reset-Fight kriegt, gewinnen wir. Stimmt, Brücke hat auch immer noch Stopwatch. Wir können CC-Chain auf den Wellfight und wir kriegen den Tod. Brücke killt den. Tatsächlich, von Zupac. Ich glaube, es ist free. Ja, ich glaube auch. Ich werde einfach... Ich nehme eine Wave. Eine Wave, da kann ich reinrotieren. Ich save meine Ulta für, wenn Viego reingeht. Wie kann ich die beide Side best vernachlässigen? Noch nicht im Play machen? Wann hast du Flash, Brücke? 1,5 Minuten. Du hast noch Stopwatch. Vorsicht hier. Ich hab Stopwatch, ja. Wir haben Elder, let's get it. Also ich bin ready to fight. Ich push eine Wave an. Ezreal ist noch Midlander oder Wave. Move rein. Die werden das sehr defensiv spielen, also wir werden schon hier durchwarden können. Wir sollten nächstes Midwave fighten, fahren. Wir hier für gehen? Willst du Toplane einfach den Inhib hitten? Ja, wenn die mich lassen. Ich bin dran, 45 Sekunden. Ne? Die Leute werden Elder respektieren, die werden das schon abgeben. Ich glaube auch. Den offenen Inhib. Also lass mal bis hierhin pushen und dann Toplane hitten. Okay. Mhm. Wenn ihr mich halbwegs klappt, ich hab keinen Flash. Ich hab keinen mehr, ich hab keinen Ward mehr. Dann lauf von mir aus. Leonas Botzeit. Wir sehen viele von denen. Ja. Lass einfach zusammen Toplane hitten. Ja. Halbe Minute bis Nash spawns. Ja. Loop nicht zu sehr wegen Malfight. Suchen wir einen Fight? Nee, oder? Eigentlich nicht. Also wenn du was findest, ist sehr gut. Ist sehr, sehr gut. Wir haben Elder am Ed. Okay, gut. Aber wir wollen eigentlich nur den Nash. Ja, wirklich sagen. Wir kommen zurück und rushen wir, ne? Jetzt wir rushen, ja. Wir fighten den. Wollen wir super aggressive Division deffen, anstatt den Dash zu machen? Ja, ich bin auch noch kurz Mega. Ist nicht bad, wenn wir versuchen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, lass den einfach machen. Okay. Die haben so einen langen Weg. Lass ihn Flash. Kannst du Blast nehmen? Ja, rush fast. Die kommen gar nicht. Lass ihn am Ende nicht bursten. Nee, die kommen nicht. Wir haben Nash Reset danach. Was ist mit Toplane actually durchpushen jetzt? Ich hab die P. Nein, keine Wave. Die gehen raus, Mann, ne? Kann ich 200 Gold Mitte haben, dann hab ich GA. Ziemlich gut. Lass jetzt mit botchen. Die trappen, glaube ich. Ja. Lass jetzt 200 Gold durchpushen, dann lass Mitte durchpushen mit der Wave zusammen. Als 5. Nicht zum Blue, Freddy. Ich würde jetzt gerne einfach durch eskortieren, diese Wave. Ich würde super gerne GA haben. Okay, die sind da oben. Ich hab die Feeder. Dann willst du Botlane TP'en? Mit Botlane spielen für die, ne? Ist nicht bad. Die können auch mich kollapsen, though. Ich hab auch die TP'en, wenn die Feeder. Nein, perfekt. Wir sehen alle. Geld das raus. Au. Joink. Ich bin jetzt mega nah. Lass Groupen Ward, oder? Vorsicht vor Wildfight, ne? Ich hab kein TP. Ja, lass Groupen Ward. Den Gelden. Lass Wildfight fuchsen. Frontline, einfach. Ich hab den. Kann ich hitten? Ich hitte Malfight? Jetzt kann ich wieder hitten. Leona. Können wir deep gehen? Wir gehen deep, oder? Ja. Okay, Vego. Vego kein Flash. Wir können Bot oder mit enden. Top. Ich reset und TP. Vego hat kein Flash. Vego hat gerade eben vor mir weggeflasht. Gut, dann einfach reset TP und end top. It's over. Low, okay? Wenn wir einen Reset gibt, haben die noch eine Chance. Also einfach. Du kannst dann hochschauen und schauen, ob er kann. Ja. Im Looky. Interrupt mich hier die ganze Zeit. Ich würde sagen, Don't Look. Ist fein. Don't Look. Don't look for Hook. Das ist die einzige Option, wenn er dich killt. Okay, ernsthaft. Holy shit, was ein Banger-Game. Oh, nein, Brücke, du Maschine! Let's go,
Leute. Los. Was war diese Fights? Oh mein Gott. Jetzt mal ehrlich, kann mir das jemand erklären, warum gewinnen wir diese Fights? Naja, so easy. Ja, unsere Comp war schon sehr gut, aber wir haben ihn einfach wieder dumm. Wir haben ihn einfach mal groupen sollen. Ja, wir gewinnen die Fights easy, weil die halt, die haben eine Frontend, die ich hitten kann und wir spielen Front to Back. Das kann Ezreal nicht tun. Oh, Ezreal kann das nicht. Ja, vor allem, sobald Vego in Range kommt, drücke ich ihm Ult rein, dann kann er auch nicht mehr DPSen. Oh mein Gott. Und das hätten wir auch beim 3-0 schon machen können, aber für mich ist das Game, also ich habe auch Action nicht gut gespielt, aber für mich ist halt, also wenn wir groupen, ist einfacher. Safe. Wir haben endlich Nagur in Interview. Ach so, Moment, ich mach Abmod, okay, darf ich? Ein sehr geiles Game, ja. Ich glaube aber, unser größter Fehler, Talk, ich glaube, wir sollten nicht durchpushen und die XP scheren, das war fucking bad. Also das und vor allem, dass ich den Freeze breche, weil mein ganzer Kyle-Reset ist komplett worthless. Ich habe ein Drittel Bedarf verloren und dann ein halbes Level. Darf ich ganz kurz Abmod machen? Ja, mach eine Abmod. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. So, keine Ahnung, es gibt halt wirklich nur eine Eintracht und wir sehen uns... Irgendwann ist bestimmt wieder ein Spieltag, ne? Und abonnieren nicht vergessen. Haut rein!